Ein herzliches Willkommen zu von Heyday, Farmbewertung 5. Farmstart, die wir uns angucken, bewährt werden, in den Dreck ziehen, in den Himmel loben, eine Bewertung geben von 0 bis 10, nur schlechteste 10 beste und dann fertig sind damit. Genau, das geht bis ins Halbfinale und Finale, was am Ende der Season kommen wird, circa bei Part 45, 46, so wird, denke ich mal, der letzte Part sein. Vielleicht auch schon 40, mal gucken. So, 40 bis 45 wird es insgesamt werden. Mal sehen. Wir fangen an mit Dagobert Duck. Und denkt nochmal dran, mir alle eine Anfrage zu schicken, die sich beworben haben. Damit ihr auch wirklich sicher seid, dass ihr drankommt. Hier ist das Kürzel. Anfrage schicken. Dann nehme ich euch an. Genau. Und einfach warten. Ich gucke da nicht jeden Tag drauf. Denkt einfach dran, eine Anfrage rauszuhauen. Ja, Dagobert Duck. Wir sind bei Farben bewerten. Wo ist die Deko? Müssen wir hier ein bisschen begrenzen im Bereich. Aber ist es Dagobert Duck, ne? Er ist geizig. Also kann auch sein, dass er deswegen keine Deko gekauft hat, weil Dagobert Duck ist halt ein Geizhals. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber es ist auf jeden Fall nicht alles Glücksrad-Deko. Also er muss auf jeden Fall Deko gekauft haben. Sieht überhaupt nicht dekoriert aus, ne? Sieht aus, als wenn die Gebäude, wo du die neu gekommen hast, einfach dahingestellt hast. Tiere auch einfach so dahin, wie es gepasst hat. Schade irgendwie. Ich würde erstmal für den Anfang empfehlen, Tiere da, Gebäude da, Rest da, Felder. Das sind erstmal so die drei Hauptdinger. Dann Bäume, Büsche kommen dahin. Und dann kannst du mit der Deko anfangen. Hier ein Wehchen, da vielleicht ein Zaun hin. Das zäune ich ein. Das mache ich so. Hier hast du schon den Anfang mal mit Schmelzöfen jetzt zum Beispiel. Dann kannst du von da aus weitermachen. Aber so ist leider sehr wenig. Aber für den Geizhals geben wir trotzdem einen Ehrenpunkt. Weil sonst, ja. Dagobert Duck hat sehr viel Geld. Ist man sonst ein bisschen am Arsch. Deswegen einen Punkt von 10. Tim Farm Level 47, da sind wir. Da ist er und da sind wir. Das ist irgendwie cool, ne? Jetzt mal unabhängig von dem, was angebaut ist, aber mit dem Pavillon in der Mitte. Das hat irgendwie so ein Flair von... Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube von Aladdin. Die hatten auch so ein Pavillon mit ganz vielen Blumen drumrum. Also von der Disney-Film. Wo der Tiger mit Jasmin saß. Da waren auch so viele Blumen drum. Erinnert mich gerade irgendwie dran. Das erinnert mich irgendwie daran. Ja, Massentierhaltung hier unten. Aber mit Wegen getrennt. Honigbienen da drunter. Das glaube ich... Ich finde das ein bisschen zu viel. Apfelbäume, Brombeerbüsche nebeneinander. Hätte auch eins gereicht pro Ding. Aber er hätte hier auch zwei gemacht. Aber ich finde zwei jetzt ein bisschen zu dick. Ich glaube, ich würde hier gar keinen Eingang machen auf der anderen Seite. Ich meine, die Kerze reicht hier. Ich glaube, dann würde ich Ich würde Brombeer, Apfelbäume wegmachen, Hecke auch, alles ein Stück hoch. Oder da was anderes hinmachen. Vielleicht genauso wie auf der anderen Seite, weil das wird besser aussehen als hier dieses Gequetsche. Dann könntest du ja auch den Eingang damit den Wegen der Tiere verbinden. Ist ja auch eine coole Sache. Hier Zaun. Picknicktisch, warum? Einfach der Picknicktisch in der Mitte von der Mitte. Hä? Hier die Gebäude. Ich weiß nicht, ob ich den blauen Weg hier als Zaun zählen soll. Irgendwie, das soll ja anscheinend ein Zaun sein. Weil ja innen dann der Wegwechsel ist. Brombeerbüsche eins runter. Hier die Tiere, Zaun für die Brombeerbüsche so eng, hä? Da hätte ich aber eher dann die Hecke genommen. Dann würde es noch besser aussehen. Vorher hätte es auch noch einen runtergehen können. Warum hast du hier eins Platz gelassen? Eins runter, noch ein Busch dabei. Oder? Dann kommen schon die Tiere. Ja, das hier musst du echt nochmal überarbeiten. Das sieht echt nicht gut aus. Das hier ist cool, die Idee ist auch geil. Ist aber trotzdem ein bisschen eng. Vielleicht noch ein bisschen breiter machen. Das hier ist auch interessant. Aber auf jeden Fall den Zaun mit der Hecke tauschen. Was auch passen würde, wäre rote Mauer, weil es ja die Mine ist. Und hier unten ist halt... Ja, Massentierhaltung. Ich gebe dir für deine Farm
Eine 2 von 10. Okay, nächste Farm ist Julesons Level 52. Julesons. Oder Julesons? Ich weiß es nicht. Oder Standard-Tier-Design. Fast. Ne, ist es Standard-Tier-Design. Aber er hat die Ziegen als Lückenfüller genommen. Das ist auch neu. Ich finde es aber auch gar nicht gut. Sieht total komisch aus. Und vor allem dann statt ein viertes Ziegengehege gibt es ja auch nicht. Hat er den Pferdestall einfach da reingestellt. Aha. Nee. Nee. Mach das anders, Jules, sonst. Ändert das. Das ist echt nicht gut. Also Standard-Tier-Design ist cool, immer. Das ist immer cool. Aber die Ziegen so als Lückenfüller zu benutzen, ist irgendwie. Hat schon was. Ja. Nee, aber wenn du hier das Pferdding nimmst, nee, das kann ich nicht mehr. Das nee, das geht nicht. Die Lückenfüller-Ziegen. Oh, weia. Der Eingang geht direkt in die Bienen rein. Ist natürlich ein schöner Eingang, wenn man so kommt, außer diese verwelkten Blumen hier. Aber dann nochmal so ein Tor. Felder nicht so dekoriert, aber Äpfelbäume drumherum. Hm. Bin ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Zu offen nach unten hin. Warum hast du hier immer so einen Kalkstein in die Mitte gemacht? Auch hier, die Idee ist wieder cool. Aber ich hätte es besser gefunden, das geht natürlich bei Hayden nicht, wenn der Weg genau in der Mitte ankommen würde und nicht oben an der Ecke. So finde ich das echt ein bisschen merkwürdig. Brauchst du den Steinweg dazwischen überhaupt? Oder warum mach ich nicht nur Kalksteinweg? Und dann einen doppelten? Sieht echt komisch aus. Scheune Silo in der Mauer. Würde ich entweder rote Mauer oder Hecke nehmen. Ja, und dann war es das schon. Ja. Ich sag gute Ideen, aber wieder echt nicht so die gute Umsetzung. Ich gebe dir trotzdem für deine Farm. Also, der Lückenfüller. Ja, weiß auch nicht, das ist irgendwie. Ich gebe dir eine 1,5 von 10. Obwohl, komm, ich gebe dir auch eine 2. Wir waren heute ein bisschen gnädig. Nächste Farm: Henny Heng, Level 60. Cooler Name. Gucken, was die Farm so sagt. Ob die auch Henny Heng ist oder ob die ein bisschen mehr Honey Hang ist. Okay, kaum Deko. Hier oben ist echt keine. Ein Eingang, ein paar Statuen, das Haar. Hm. Hier wird dieser Sound gut passen, so. Das wird passen. Massentierhaltung da oben. Geht der Zaun bis unten hin? Nee, ne? Obwohl, da ist was Weißes dazwischen. Ist das der Zaun? Ist das, oh, Baum, geh weiter rechts. Ja, es ist der Zaun. Okay, es geht bis nach unten. Wie der Baum gerade geknickt ist. Habt ihr das gesehen? Wie heftig. Wie heftig der einfach nach rechts gegangen ist. Guckt mal. Weiter. Ja. Okay, es ist der Zaun. Wie weit sich der Baum knickt. Lol. Aber ich finde den Zaun nicht passend dazu. Vor allem nicht so irgendwie. Vielleicht wird er mehr passen, wenn du mehr Inhalt hast. Mehr Inhalt, mehr tierbezogene Dekoration. Wäre eigentlich ganz cool. Die Gebäude im gleichen Abstand. Aber mit anderen Wegen. Warum hast du hier den gleichen Weg genommen? Geht er hier rein? Nö. Also er geht schon rein, aber wie weit? Hm. Damit Mauer noch. Da würde Hecke besser zu passen. Ich würde auch hier oben bei den Tieren wahrscheinlich mehr Hecke nehmen. Hm. Ja, und hier einfach nur ein bisschen getrennt. Ja, leider nicht viel Henny hängen. Ich würde mir ein Tierdesign einfallen lassen. Was für die Felder einfallen lassen. Die Gebäude ein bisschen mehr zusammen und nicht so. Das ist ein bisschen unnötig auseinander.
Oder du machst da noch geile Zwischenräume drin. Vielleicht knastest du jedes Gebäude ein noch oder machst Gruppengebäude. Weiß ich nicht. Und bei den Tieren halt tierbezogene Deko. Genau. Ich gebe dir für deine Farm einen Ehrenpunkt. 1 von 10. Nächste Farm ist Dati. Also entweder bin ich heute streng oder die Farm wurde wirklich nicht so schön. Weil die höchste hat im Moment erst 2 Punkte. Und das sind 2 Farmen. Dati! Sieht aber auf den ersten Blick schon mal mehr als 2 Punkte aus. Gucken wir mal, ob wir höher kommen. Boah, hier ist aber Blumenparadies. Blumenparadies 6000. Was soll das sein? Verstehe ich gerade nicht. Er hat rote Blumen um die Gebäude gemacht. Oder auch um die. Warum ist die Deko gleichgestellt mit den Gebäuden? Vielleicht irritiert mich das. Und das hier, was ist das? Das ist ein Codewort. Also, wenn man so von oben guckt, finde ich es cool. Aber wenn ich so näher hingucke, finde ich es voll verwirrend irgendwie. Ich weiß aber, ich kann es nicht genau erklären. Aber es sieht cool aus, denke ich. Okay, machen wir erstmal weiter mit dem Rest der Farm. Querweg nach unten, das sieht cool aus. Vor allem mit den Eiern auch dazwischen. Ich weiß nur nicht, ob die Eier so gut sind, um da drüber zu gehen. So an sich, coole Idee. Ja, es ist halt nur blöd, wenn man da drüber geht, ne? Ist ja halt ein Weg, wo man hergeht. Die Gebäude. Ja, dadurch, dass du den Eingang so gemacht hast, passt das echt gut zusammen. Bin aber beim Überlegen, ob die rote Mauer nicht besser aussehen würde. Die wird besser zum Tor passen, besser zur Supercell-ID-Statue und besser zu den Wegen und den roten Blumen. Weil das Weiße macht das alles so ein bisschen kränklicher. Ich glaube, die rote Mauer wird echt besser aussehen, wenn du die da hättest. Also als Querweg runter und nach links runter. Hier oben Gebäude eingeknastet. Schade, dass du diesen Rand nicht auch hier nach unten gemacht hast. Wäre es ein bisschen gleichmäßiger. Ich weiß noch nicht, ob die Blumenhecke dazwischen passt. Irgendwie finde ich die gut, aber ich glaube auch nur wegen der weißen Mauer und den Blumen. Wenn du die weiße Mauer und die Blumen nicht hättest, würde die Blumenhecke nämlich nicht aussehen. Dann wird die weiße Mauer bei den Gebäuden besser aussehen. Aber ich würde einfach die Mauer mit den roten Mauern tauschen. Hier oben, ja, irgendwie Blumenhecke. Sieht selten gut aus bei den Gebäuden, aber hier passt's. Hier passt's. Das ist auch ein cooler Feldbereich. Oh, yo Timmy, danke für dein Abo. Erwischt hier beim Video machen. Eingang. Macht es alle wie yo Timmy. Drückt den Abo-Button, falls ihr noch nicht gedrückt habt. Danke an jeden, der es macht. Vielleicht seid auch ihr im nächsten Video zu sehen, wie ihr abonnieren geklickt habt. Warum steht der Bambus da in der Mitte? Ich glaube, Dati will mich voll verwirren. Der macht so Sachen, wo mein Kopf einfach stoppt. Aber so an sich sieht das echt cool aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, warum man hier die Friedhofstore genommen hat für das Weihnachtsdesign. Hier kommt das Blumenparadies 6000. Hier kommen die Büsche, Bäume und hier nochmal ein Tierbereich. Schon eine schöne Farm, muss ich sagen. Tier, dieser Verwirrungsbereich. Ja, was geben wir Dati für eine Note, ey? Finde ich voll schwer gerade. Der hat so Sachen gemacht, die mich zum einen voll verwirren. Normalerweise nicht gut aussehen, aber hier gut aussehen. Und so viele Blumen, dass ich nur noch bunt sehe.
Der hat so oft die weiße Mauer benutzt, die eigentlich nicht so gut aussieht, aber. Also mit den, mit der Kombination, wie er es gemacht hat. Ich gebe Dati für seine Farm. Tja, gute Frage. Ich schwanke gerade zwischen zwei Noten. Zwischen der 7 und der 7,5. Ich gebe ihm aber eine 7. Okay, das war's für Farm bewerten heute. Wir hatten Dagobert Duck, den Geizhals, Henny Heng mit 1 von 10, Tim Farm und Julesons 2 von 10 und Dati Tagessieger mit Abstand 7 von 10 und damit mindestens im Halbfinale. Ja, das war's für den Part. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben ab. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, damit mich sehr freuen. Er hat gerade meine Zunge einen Knoten gemacht. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.